Und hiermit willkommen zurück zu einem neuen Beitrag. Im letzten Video ging es um die Geschichte der Deutschen um St. Petersburg. Bereits in diesem Video, in dem wir uns also mit der Geschichte von dieser deutschen Aussiedlergruppe beschäftigt haben, ist dabei aber der Name einer Landschaft gefallen, der wir uns in diesem Beitrag noch einmal ausführlicher widmen wollen. Karelien ist dabei jedoch eine der ältesten Kulturlandschaften, die es im nordöstlichen Europa gibt. Über die Epochen hinweg ist sie zudem mit einer sehr interessanten Geschichte verbunden, die in und zuweilen auch ganz direkt mit der Geschichte Deutschlands und Deutscher in Nordosteuropa verbunden ist. Ganz in diesem Sinne werden wir uns heute also parallel zur Geschichte der Kulturlandschaft Karelien selbst auch die Geschichte der Kareliendeutschen ansehen. Doch beginnen wir ganz von vorn. Wo ist Karelien überhaupt gelegen und was macht Karelien so interessant? In einer gewissen Hinsicht könnte man argumentieren, dass Karelien eine Übergangslandschaft zwischen Skandinavien und Russland darstellt. Genauer erstreckt sich Karelien im äußersten Osten der skandinavischen Halbinsel. Begrenzt wird Karelien gen Osten hin vom Weißen Meer, dem Onegasee und dem Ladogasee sowie dem Finnischen Golf und damit der Ostsee im Süden. Im Westen geht die Landschaft Karelien wiederum mehr oder weniger flüssig in die Region, die heute ein Teil von Finnland sind, über. Zumindest im historischen Kontext grenzte zudem der Abfluss des Onegasees Karelien unmittelbar gen Südosten hin vom klassischen Russland ab. Initial bewohnt wurde Karelien dabei zunächst von den sogenannten Kareliern. Die Karelier oder auch Karelen sind dabei ein finnisch-baltisches Volk. Das bedeutet im Klartext, dass sie eine Sprache sprechen, die relativ eng mit der Finn verwandt ist. Im Gegenzug ist diese Sprachfamilie aber nur relativ fern mit jener der anderen üblich skandinavischen Sprachen verwandt. Im Übrigen sehr wahrscheinlich auch aus dieser Sprache stammt dabei der Name von Karelien. Der Name Karelien könnte dabei von finnisch-uralischen Wörtern stammen, die übersetzt so viel wie Erde bedeuten. Die ersten großen fremden Einflüsse in dieser Region stellten neben Wikingern, die vom Westen entlang der Küste kamen, dann Angehörige von ostslawischen Völkern, die in dieser Region ab dem 9. Jahrhundert zunehmend Einfluss ausübten, dar. Neben den Karelen lebten im Inneren Kareliens jedoch auch verschiedene andere finnisch-uralische Völker. So gab es bereits zu sehr frühen Zeiten auch einen größeren Anteil von Websen. Diese Websen, welche vor allem im Südosten des historischen Kareliens lebten, und das sei hier nur noch mal am Rande angemerkt, sprachen dabei also auch eine relativ eng mit dem finnischen und den karelischen verwandte Sprache. Wirklich unter die staatliche Vorherrschaft eines fremden Reiches fiel die Landschaft, die man Karelien nennen konnte, dann jedoch erst ab dem 12. Jahrhundert. Zu dieser Zeit gelang es der Rus von Nowgorod, zu Deutsch Naugard, diese Region unter ihre Vorherrschaft zu bringen und zunehmend wirtschaftliche und hegemoniale Herrschaft über sie auszuüben. Obwohl Karelien zu dieser Zeit also bereits formal unter der Vorherrschaft eines anderen Staates stand, blieb es jedoch bis zu einem gewissen Grad noch relativ autonom. Und die Karelen verfügten mit ihrer Hauptstadt Korela, die dem späteren Kerksholm entspricht, für eine ganze Zeit lang über eine Quasi-Hauptstadt. Dennoch kam es im Raum Kareliens eben mit dieser Vorherrschaft, die durch die Naugarder Rus begründet worden war, zunehmend dazu, dass sich kulturell klassisch-russische Einflüsse in der Region bemerkbar machten. So wurde auch unter den Karelen und den anderen dort ansässigen Völkern das russisch-orthodoxe Christentum zunehmend verbreitet. Zudem kam es insbesondere im räumlichen Umfeld des Lagauersees und des Onegasees zur Gründung von nordwestrussischen Klöstern, die später noch eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für die Geschichte Russlands entwickeln sollten. Zu dieser Zeit sollte Karelien auch langsam aber sicher eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung entwickeln. An dieser Stelle müssen wir uns nochmal die geografische Dimension Kareliens vorführen. Karelien hat etwa die Fläche der Bundesrepublik Deutschland. Aber selbst heute hat Karelien lediglich etwas mehr als eine 500.000 Einwohner. Wenngleich der Großteil Kareliens südlich des Polarkreises liegt, liegt die Landschaft an sich schon relativ nah an diesem dran. Und ein kleiner Teil, nämlich der nördliche Teil Kareliens, liegt sogar oberhalb des Polarkreises. Die Landschaft Kareliens ist heute wie damals hauptsächlich von borealen Urwäldern geprägt, die der Typologie nach als Taiga bezeichnet werden können. Und obwohl die Landschaft an sich sehr weitläufig ist und über eine Vielzahl von Seen und Flüssen verfügt, stellt sich das gesamte Gelände, das Karelien umfasst, als mehr oder weniger flach dar. Wenngleich es also Anzeichen dafür gibt, dass bestimmte Formen der klassischen Landwirtschaft, wie etwa der Anbau von Getreide, bereits zu dieser Zeit in Karelien betrieben wurden, gab es jedoch einen Faktor, der Karelien deutlich relevanter für den Handel und damit auch für Beziehungen außerhalb dieser Landschaft machte, als es jede klassische Landwirtschaft in Karelien jemals hätte sein können. Und bei diesem ab dem Mittelalter zunehmend relevant werdenden Faktor handelt es sich um die Rentierzucht. Bereits in Karelien selbst wurde Rentierzucht betrieben, doch zum Teil auch in Gebieten nördlich von Karelien wurde zuweilen noch umfangreichere Zucht von Rentieren betrieben. Die Ware, für die Rentiere wiederum gehalten wurden und welche für den Export relevant war,
waren wiederum ihre Geweihe und ihre Felle. Und nicht zuletzt aus den Gebieten nördlich von Karelien, aber auch aus Karelien selbst, wurden diese nun mit dem Mittelalter zunehmend nach Süden gehandelt. Im Wesentlichen hierdurch erfuhr Karelien auch besonders ab dem 12. Jahrhundert erstmals wirkliche historische Relevanz. Dazu muss natürlich gesagt sein, dass Karelien bei alledem nach wie vor relativ isoliert blieb. Nichtsdestotrotz muss in dem größeren historischen Kontext betrachtet werden, dass es zu dieser Zeit zunehmend von Ostfeldzügen, von Ritterorden aus dem schwedischen und deutschen Raum kam. Die Deutschritter eroberten dabei ihrerseits vor allem das Baltikum, wo sie ihren Ordensstaat errichten sollten. Wenngleich die Deutschordensritter dabei auch zeitweilig die Landschaft Ingermannland und damit eine unmittelbare Nachbarregion von Karelien hielten, beschränkten sie ihre Aktivitäten in Karelien selbst auf wenige Expeditionen, die sie über das Ingermannland hinaus führten. Als unmittelbare staatliche und militärische Macht deutlich relevanter sollten hingegen die schwedischen Kreuzfahrer werden. Während der ersten beiden schwedischen Kreuzzüge war es schwedischen Rittern gelungen, Finnland mehr oder weniger unter ihre Kontrolle zu bringen. Im Zuge des dritten schwedischen Kreuzzuges hatten sie es nun auf die Gebiete östlich von Finnland und damit auf Karelien abgesehen. Wenngleich Karelien bis dahin mehr oder weniger stark unter den Einflüssen der Nowgoroder Rus gestanden hatte, war es dennoch halbwegs autonom geblieben. Und möglicherweise auch nicht unmaßgeblich hierauf aufbauend, gelang es den schwedischen Kreuzrittern während des dritten schwedischen Feldzuges, nun Karelien unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenngleich Karelien in den Jahrhunderten und vor allem Jahrzehnten zuvor durch den Handel mit mehr oder minder exklusiven Gütern aus dieser Region bis zu einem gewissen Grad aufgeblüht war und sich bereits erste in Ansätzen stadtartige Anlagen in Karelien etabliert hatten, hatten es die schwedischen Kreuzritter also mehr oder minder geschafft, alle wichtigen Punkte in dieser Region unter ihre Kontrolle zu bringen. Karelien, das ab diesem Punkt also quasi unter der Herrschaft der Schweden stand, wurde von diesem Zeitpunkt an systematisch ausgebaut. Währenddem es vorher also schon quasi städtische Anlagen gegeben hatte und Handelsplätze vorhanden waren, die durchaus eine gewisse überregionale Relevanz für benannten Handel hatten, waren es nun die Schweden, die von diesem Zeitpunkt an erste richtige feste Burgen und Orte anlegten. Zur zunächst zentralen Festung in Karelien wurde dabei die Stadt Viborg. Der Hauptgrund hierfür war, dass Viborg eine geografisch grundlegend sehr günstige Lage hatte. Viborg war so am äußersten Nordosten des finnischen Meerbusen gelegen. Das bedeutete, dass Viborg zum einen eine geografisch geschützte Lage innehatte, zum anderen mehr oder weniger an den Toren Kareliens gelegen war, aber zum dritten auch eine sehr gute Anbindung über See an die Ostsee und damit die anderen Teile Europas hatte. Hinzu kam darüber hinaus noch, dass es per Landweg von Korela, dem jetzigen Kerksholm und damit der historischen Hauptstadt Kareliens alles andere als weit entfernt gewesen ist. Wenngleich mit der schwedischen Herrschaft also auch weitere Burg- und Ortsgründungen einhergehen sollten und bereits stehende Orte ausgebaut werden sollten, so sollte Viborg unter der schwedischen Herrschaft dennoch doch die mehr oder weniger wichtigste Stadt Kareliens darstellen. An dieser Stelle sollte aber nochmal angemerkt sein, dass es trotz alledem auch einen Teil von Karelien gab, der von den Schweden nicht erobert wurde. Dieser war der östliche Teil Kareliens. Wenngleich schwedische Expeditionen und schwedische Heere teils bis an das Weiße Meer vorgedrungen waren, entschloss man sich dazu, strategisch nur diese westlichen Gebiete Kareliens abzusichern. Ein nicht unwesentlicher Teil hierbei dürfte zum einen gewesen sein, dass diese östlichen Gebiete geografisch weniger erschlossen gewesen sind, zum anderen, dass sie wirtschaftlich weniger bedeutend waren, aber darüber hinaus auch, dass es in diesen bereits einen stärkeren russischen Einfluss gab. An dieser Stelle und nach der schwedischen Eroberung Kareliens wird nun aber auch das erste Mal das relevant, was man vielleicht als Kareliendeutsche bezeichnen könnte. Denn wie bereits angeklungen ist, hatte insbesondere die Stadt Viborg eine sehr wichtige Rolle als Handelsstadt inne. Und ihrer Lage an der Ostsee und der Nähe zum deutschen Ordensstaat entsprechend, dürfte es wohl kaum jemand überraschen, dass Viborg schon sehr bald unter den Einfluss der Hanse geraten sollte. In das mehr oder minder neu gegründete Viborg sollten auf dieser Grundlage vor allem schwedische und deutsche Händler einwandern. Während ihres mittelalterlichen Zenites könnten Deutsche in Viborg dabei die Hälfte bis zwei Drittel der Bevölkerung gestellt haben. Während dem Deutsche in Viborg dieser Zeit also am präsentesten waren und sie selbst im frühen 20. Jahrhundert noch rund 15% der Bevölkerung stellen sollten, gab es während dieser mittelalterlichen Phase jedoch auch kleinere Niederlassungen von deutschen Händlern, die sich ebenso in den wenigen anderen Städten Kareliens und den dortigen Burganlagen niedergelassen hatten. Während dieser Zeit der schwedischen Herrschaft, die mehrere Jahrhunderte andauern sollte, kann man also sagen, dass dieser westliche Teil Kareliens in einer gewissen Hinsicht immer skandinavischer wurde. Dementsprechend sollte er sich auch in einer stärkeren kulturellen Kontinuität zu den westlichen Nachbargebieten und damit Finnland wiederfinden.
Somit war es auch nicht überraschend, dass sich in diesem westlichen Teil Kareliens zunächst der katholische Glaube gegenüber dem orthodoxen etablierte. Später und mit der Reformation sollte der Westen Kareliens dann zudem lutherisch werden. Die östlichen Gebiete Kareliens, welche unter dem Einfluss der russischen Staaten, die sich nun zu formieren begannen, verblieben war, wurden hingegen immer stärker von russischen Einflüssen geprägt. Auch durch diese unterschiedlichen Prägungen entstand also ein sehr interessanter Übergangscharakter der Landschaft, welche man so also im Gesamten betrachten könnte. Wenngleich es also deutsche und schwedische Einflüsse in den befestigten Anlagen und Städten gegeben hatte, sich slawische Einflüsse vor allem in den südöstlichen Gebieten Kareliens bemerkbar gemacht hatten, und es immer wieder zur Einsiedlung von Finnen aus dem Westen gekommen war, blieben die Karelen und die Wepsen in diesem Gebiet dennoch für die allerlängste Zeit die dominierenden Volksgruppen. Wieder gänzlich unter russischen Einfluss sollte die Landschaft dann erst im Jahr 1721 mit dem Frieden von Nystadt fallen. Im Zuge von diesem, aber spätestens nachdem Finnland im Jahr 1809 ein Teil von Russland geworden war, wurden Karelien und die umliegenden Gebiete nun mehr oder minder ganz direkt in das russische Reich eingegliedert. Spätestens mit der Gründung von Petersburg war es im Umfeld des finnischen Meerbusen zudem zu einer immer stärkeren russischen Präsenz gekommen. Interessant ist hierbei vielleicht anzumerken, dass die örtlichen Eliten in nicht wenigen Fällen zunächst bestehen blieben. Das bedeutete also, dass es in Karelien auch weiterhin starke deutsche, aber vor allem schwedische Einflüsse gab. Spätestens ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und vermutlich nicht zuletzt auf Grundlage der Nähe zu Petersburg versuchte man aber auch die direkten russischen Einflüsse in diesen Regionen zu steigern. Zudem kam Karelien aber auch insbesondere im 18. Jahrhundert eine Zeit lang eine Funktion zu, die später Sibirien im späten 19. Jahrhundert erfüllen sollte. So wurden nämlich Teile der russischen Bevölkerung, welche dem Zaren gegenüber als widerspinstig galten, ihrerseits nach Karelien verbannt. Auch auf diese, wenn auch nur weniger freiwillige Weise, wuchs der russische Bevölkerungsanteil in Karelien also an. Nicht unmaßgeblich hierdurch sollte im Übrigen auch das starke Wachstum der Stadt Petrosvadosk bedingt sein, welche ihrerseits am Nordwesten des Onegasees gelegen ist und heutzutage mit ihrer 250.000 Einwohner die größte Stadt in Karelien darstellt. Neben der starken russischen Ansiedlung sollte es im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert jedoch noch einmal zu einer deutschen Ansiedlungswelle im äußersten Südwesten Kareliens kommen. Zu dieser Zeit zogen nämlich die Wolgadeutschen bis in ihre Siedlungsgebiete an die Wolga weiter. Allerdings ließen sich einige von ihnen bereits im Umland von Petersburg nieder. Währenddem diese Ansiedlungen initial vor allem im unmittelbaren Umfeld der Stadt und damit im benachbarten Ingermannland stattfanden, gründeten sie mit der Zeit aber dennoch Tochterkolonien. Und einige von diesen Tochterkolonien sollten bis in die Peripherie von Viborg streuen. Das bedeutete also de facto, dass es zu dieser Zeit praktisch deutsche Dörfer im Südwesten Kareliens gegeben hatte. Währenddem die Geschichte dieser deutschen Dörfer im Südwesten Kareliens, welche man auch die Tanlanddeutschen Dörfer nannte, im Wesentlichen mit dem Ausgang des Ersten und Zweiten Weltkrieges ihr Ende fand, galt dies für die Geschichte der Kareliendeutschen als solche jedoch nicht. An dieser Stelle wäre es im Übrigen auch möglich, noch umfangreicher auf die Geschichte, die Karelien während der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg und während beiden Weltkriegen selbst einnehmen sollte, einzugehen. Da dies hier allerdings etwas weit abführen würde, würde ich jedem, der Interesse hieran hat, raten, sich mit den finnischen Winterkriegen zu beschäftigen. Wie bereits vielen hier bekannt sein dürfte, gab es überall in Russland deutsche Minderheiten und Karelien hatte als historische Grenzlandschaft im Norden schon des Öfteren den Charakter eines Gebietes für Exilanten gehabt. Dementsprechend wurden manche, vor allem Kaukasusdeutsche, nach dem Zweiten Weltkrieg nach Karelien deportiert. Währenddem sich also die klassischen kareliendeutschen Minderheiten, die teils schon seit dem Mittelalter, wie etwa in Viborg ansässig gewesen waren, während des Ersten und vor allem Zweiten Weltkrieges wahlweise mit deutschen oder finnischen Truppen zurückgezogen hatten, waren auf diese Weise nun deutsche Minderheiten in den großen Städten Kareliens entstanden. Hinzu kam aber auch, dass nicht nur Deutsche, sondern auch viele Ukrainer und abermals Russen nach Karelien deportiert wurden. Im Wesentlichen dadurch wurden die in Karelien ursprünglich mehrheitsfähigen und ansässigen Karelier auch zunehmend zu einer Minderheit in Karelien. Nichtsdestotrotz besteht in dem Gebiet, welches heute ein Teil von Russland ist und große Teile des kulturhistorischen Kareliens abdeckt, bis heute eine karelische Republik. Heutzutage sind die meisten Einwohner dieser karelischen Republik also Russen. Andere große ethnische Gruppen sind die Karelen selbst, Finnen, welche historisch aus dem Westen gekommen waren, die historisch im Südosten ansässigen Wepsen, aber auch ein nicht zu vernachlässigender Anteil von Weißrussen und Ukrainern. Deutsche stellen in den historisch größten Städten Kareliens heute noch jeweils ein paar hundert Individuen. Ähnlich wie die ursprüngliche deutsche Minderheit ist die schwedische Minderheit jedoch fast gänzlich verschwunden.
Etwas, das vielleicht noch ganz interessant ist, ist, dass sich viele Deutsche, die ursprünglich einmal in Viborg oder in anderen Städten Kareliens ansässig gewesen waren und während des Zweiten Weltkrieges nach Finnland flohen, heute oftmals ihrerseits für Schweden halten. Was daher rührt, dass sich schwedische und deutsche Nachnamen häufig relativ ähnlich sind und sich diese Deutschen, die also nach Finnland geflüchtet waren, dort assimilierten. Währenddem in Finnland die schwedische Minderheit historisch groß und relativ bekannt ist, ist über die deutsche Minderheit und über diese Geschichte der Kareliendeutschen, wie auch der Deutschen in Finnland selbst, in Finnland relativ wenig Bewusstsein vorhanden. Hiermit wären wir im Wesentlichen aber am Ende der Geschichte Kareliens und der Kareliendeutschen angekommen. In diesem Video habe ich also versucht, zweierlei Dinge zu betrachten. Zum einen die Geschichte der Kareliendeutschen, aber zum anderen auch die Geschichte Kareliens. Ich habe diesen etwas neuen Ansatz einmal aus dem Grund gewählt, dass die Geschichte der Kareliendeutschen alles in allem relativ überschaubar ist, da sie insgesamt eine sehr kleine Minderheit gewesen sind, die also nicht etwa wie die Wolgadeutschen in Hunderttausender oder gar Millionenstärke im inneren Russland siedelte. Zum anderen ergibt aber auch die Kulturgeschichte Kareliens eine, wie ich finde, sehr schöne Ergänzung zu diesem Thema. Hiermit wären wir aber am Ende dieses Beitrages angekommen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass er euch gefallen hat und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann!